So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon schon erzählt habe, aber die Mission war bei mir verbuggt. Denn die sollte genauso gespielt werden, wie ich das auch gesagt habe. Und zwar sollte man nämlich einfach aussteigen und das Ding übernehmen. Allerdings habt ihr ja gesehen, was passiert ist jedes Mal, wenn ich ausgestiegen bin. Das ist nicht so gut. Ich habe jetzt allerdings natürlich, und wie ihr seht, darf ich jetzt aussteigen, ja? Ich überlege, ich werde dieses Fahrzeug jetzt nochmal kapern. Genauso. Damit bin ich nämlich doch noch ein bisschen wendiger als mit dem, mit dem LKW. Trotzdem wird es hiermit nicht leicht, an den MTW ranzukommen. Ohne dass der mich trifft. Wir geben aber unser Bestes, diesen MTW jetzt gleich zu carburn. Oha. Denn ab jetzt dürfen wir ja aufsteigen oder aussteigen aus dem Fahrzeug und können dann tatsächlich auch diesen. Na, jetzt ist noch nicht gut. So, und genau so sollte das gespielt werden. Das ging allerdings nicht. Genau, und schon war das mit dem MTW nämlich auch überhaupt kein Problem mehr. Denn sobald das Spiel nicht buggt, darf man dieses Spiel dann auch tatsächlich richtig spielen. Was habe ich gemacht? Ich habe das Game einmal bei Steam auf Fehler untersucht und die Mission jetzt nochmal von vorne gespielt. Das hat jetzt dazu geführt, dass die Mission offenbar aufgehört hat zu buggen, denn ab jetzt darf ich auch wieder richtig spielen. Das ist natürlich sehr schön. Ich habe nämlich kurz gedacht, ich müsste das Let's Play jetzt abbrechen. Och man, schon wieder eine Packgranate, ey. Immer auf zum Nerven hier, Alter. Ich habe kurz gedacht, ich müsste das Let's Play jetzt tatsächlich abbrechen, weil das Spiel bei mir verbuggt ist. Aber wir haben es tatsächlich noch gefixt gekriegt. Und können es jetzt dann auch soweit erstmal noch weiterspielen. Mal kurz diese M16 hier krallen. Das ist, glaube ich, nämlich eine Burstwaffe, ne? Das sein. Das ist hier. Da ist auch Para. Oh, leck. Okay. Das waren eindeutig zu viele. Ich muss mir da was anderes überlegen. Okay, einmal kurz weg hier. Ich muss mal einmal wieder auf diesen Wagen hier, denn auf diesem Wagen gibt es Munition plus diese Waffe hier. Und genau die möchte ich haben. So, zack. Jetzt habe ich nämlich hier ein fettes MG und mit dem machen wir jetzt hier mal Stress. So, gib mir einen Gegner. Einer. Sollte vielleicht keine Granaten einsetzen, denn wie gesagt, unsere Zielperson, die wir retten sollen, ist in einem dieser Autos hier. Von dem schwarzen SUV. Da ist einer tot. Du bist Captain Price, du bist bei mir. Aua, yikes. Warum brenne ich denn da? Okay, wir müssen noch mal kurz backupen. Bin ja jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Der drin. Tatsache. Nice, Kate. Es ist vorbei. Wildes Ding. Es ist vorbei. Ein Familientreffen. Sieht so aus.
the moves, Laswell. Gleichfalls. Ihr alle. Wir sind in Almassa. Hier ist es nicht sicher. Abmarsch. Der Kapitän hat recht. Irjal al-Hadud! Annepa Kebel al-Harasa! Gut. Das hätten wir geschafft. Also, wie gesagt, die Mission war bei mir verbuggt. Das lag nicht daran, dass ich zu noobig war oder sonstiges. Das war ich schuldig. Es war eher andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Captain. Charlene, nicht bleiben im Haus! Es tut mir leid, ich konnte sie nicht. John, ist schon Nein, gut. Das war meine Schuld. Ich hätte sie John, niemals... John, hör auf. Alles gut. Okay. Wir gut. Haben größere Probleme. In Spanien gab es keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. Das hört sich sehr schlecht an. Ein Kartell-Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Ach, die beiden wieder. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen sie sich? Nosotros. Las Almas, es brennt. Und sie wollen den Brandstifter. Sin Hombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich meine ja nur, ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen Sin Hombre lebend. Dann treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was Sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich. Korrekt so. Einer von uns geht rein, findet den Boss und holt ihn raus. Ich tue es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Karten für ein Treffen mit Sin Hombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Órale. Tienes huevos, cabrón. Aber alleine gehst du unter. Ich gehe mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Okay, Shadow. Okay, dann machen wir uns startklar. Graves, du machst das schon. Ja, wir werden jetzt den Sin Hombre treffen. Und ich glaube, dass das ein Problem wird. Zwei Wachen im Blick am Vordereingang. Alejandro, wie läuft's bei dir? Ein Vaquero drinnen. Verdammt, wie hast du das gemacht? Mit Gewalt. Ich sehe Saub. Moment der Wahrheit. Sehen Sie ihn? Ja, jetzt schon. Na, wollen wir mal hoffen, dass wir vernünftig reinkommen. Ich finde es immer schwierig, dieses, Der Junge hat Eier. Dieses Game zu kommentieren, weil man sich da immer gegenseitig ins Wort fällt. Die sind ja alle immer nur am Rappen hier, oder die ganzen Typen. Und, wenn ich dann auch was hinterher rappe, dann labern wir die ganze Zeit nur durcheinander. Alejandro, wie hast du keine Zeit? Hör zu, gib ihnen da drin gute Infos. Lüg nicht, sag ihnen alles, was sie wissen wollen, sonst selbst du hier. Ihnen alles sagen? Alles. Mexikanische Spezialeinheit, amerikanische Söldner, Shadow Company, Philip Graves, die ganze Wahrheit. Sogar deinen Namen? Es este? Sí, señor. Wie heißt du, Ero? Man nennt mich Soap. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Gehen wir. Ich möchte zu El Sin Hombre. Ah, er möchte gern zum Boss. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Hoffentlich sind sie gut, Guerrero. Sonst skalpiere ich dir gleich den Iro vom verfickten Kopf. Er ist aber unsympathisch, der Kollege. Das ist mein Haus. Das ist das. Ah, du triffst den Boss erst, wenn ich es sage.
Halt die Klappe, bis man dich fragt. Und más importante, sag die scheiß Wahrheit. Denn wenn du lügst, bist du Hundefutter. Okay. Diego. Was zum Teufel wird das hier? Ich bin seit Tagen wach. Der Boss sagt keine Drogen. Ja, Diego, ich will mich nur wach halten, okay? Befolge die verdammten Regeln! Der Schmerz hält dich wach. Zurück an die Arbeit. Las Almas ist im Krieg. Du willst gewinnen? Dann gehorche. So überlebt die Organisation. Und deswegen ist der Boss heute hier. Ist hier unten? Nein. Sinombres persönliche Sicaria ist es. Valeria, hay uno más. Un gringo. Setz dich. Ja, ist ja gut, ey. Ja, schon. Das sieht aber wirklich sehr unsympathisch aus hier alles, ja. Wer ist das? Er heißt Soap. Er kam zu uns. Soap? Sicher? Und du lässt ihn rein? Einfach so? Sagt er, hat Informationen. Pendejo di mierda! Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter. Valeria, ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn und dann sitzt du auf dem Stuhl. Du bist aber wirklich unsympathisch, Valeria. Genauso wie du, Diego. Niños! Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an. Okay. Das kriege ich hin. Ich habe neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann rief uns jemand an. Wer? Todo un caos, no vi. En español no es gringo. Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Jetzt du, Blanquito. Wer griff uns an? Es war nicht das Kartell. Es waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Fuerzas especiales. Nun, wie weiß ein Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten und du nicht? Vielleicht war er da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Natürlich war ich da. Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos wie ihm. Soll ich was sagen? Amerikanische Söldner namens Shadow Company. Ich hatte recht. Es waren die Gringos. Ja. Hast du Beweise für diese Shadow Company in Bessie? Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Kann er das Abzeichen geben? Shadow Company Emblem. Mein Beweis. Wer ist der? Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Kann ich den jetzt verraten? Philip Graves. Phil Graves. Phil Gräber. Das gefällt mir. Dieser Graves, was will er wohl? Das kann ich dir natürlich unmöglich beantworten. Er will euren Boss. Elsin Nombre. Ihr dürft ihn nicht trauen.
Ich rat's euch. Bitte nicht. Du hast uns nichts erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeit, dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben. Ja, das ist schlecht gelaufen für dich, Keule. Qué bonito. Te vi bien ahí. Gut gemacht. An die Arbeit. Wir gehen nach oben. Okay. Komm schon, Guerra. Dann gehen wir mal. Damit das klar ist, wir sind noch nicht mit dir fertig. Alter, hör doch mal auf, mich zu schubsen, du Vogel, ey. Deine Fresse, Alter, die merke ich mir. Du bist fällig. Junge, du bist schon wieder am Koksen. Ja, ich komme ja schon. Junge. Ja, ey. Du da hinten. Dich merke ich mir, Alter. Störungen. Sicher. Komm klar, Mann. Wir brauchen dich draußen. Bien. Gib ihm meine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Alejandro, du auch, Kumpel. Es sin nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Hier. Wozu eine Maske? Manche hier sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Dann mal los. Ghost, sind drin. Wie sieht's aus? Essin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Der Aufzug bringt uns hin. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Wo hat er gelernt? Zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Ich komme so oder so nach oben. Cuidado, hermano. Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dich. Was ist in der Garage? Keine Ahnung, aber es ist wichtig für Diego. Finden wir Elsin Nombre und erledigen wir das. Ende. Okay, holen wir uns Elsin Nombre. Okay, Alejandro. Was machen wir jetzt? Hier ist die Toilette, hier auch. Irgendwie, Alter, das sieht aber schon cool aus hier, ne? Wer mal sagen. Okay. Ich gehe ja schon. Also. Oh, das sieht aber auch sehr unbequem aus hier. Du hast hier keinen Zutritt. Ich habe eine Waffe gefunden. Vorsichtig, Mann, wenn du Krach machst, haben wir sie alle am Hals. Okay, also ich habe jetzt... Kann ich ihn denn noch irgendwie beseitigen oder so? Nö. Das ist verschlossen hier. Schön ist, ich habe einen Ballermann gefunden. Ihr seid auch nur Gäste. Dann gehen wir doch mal da hinten gucken. Also irgendwie... Hol dir... Diegos Schlüsselkarte im zweiten Stock. Oder finde einen Weg aufs Dach. Okay, das heißt, wir müssen... Ich kann ihn ja hier jetzt nicht. Du kannst noch einen Weg nach oben suchen. Ich warte vor dem Einzelnen. Kann ich jetzt hier nicht einfach nach oben steppen, oder? Das ist Sperrgebiet. Die Wachen schießen sofort.
zweiten Stock. Diego ist in der Ofrenda. Sie ist irgendwo auf diesem Stock. Verstanden. Alle Besucher sind raus. Wenn die Wachen dich jetzt erwischen, greifen sie an. Okay, also ich bin auf jeden Fall aufgeflogen. Gucken wir mal, ob wir uns vielleicht ein... Wir brauchen erstmal die Schlüsselkarte, Freunde. Wurfmesser ist gut. Okay, aber wo finde ich die Schlüsselkarte? Da ist Alejandro. Ach. Okay, warte mal. Ja. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Alter, das ist jetzt echt ein Problem, ne? Das ist Alejandro, der ist bei uns. Ah, never mind. Das ist echt schlecht, dass die mich jetzt hier schon wieder gespottet haben, ne? Hä? Lol. Okay. Wir müssen wohl ballern. Dach gesichert, aber da kommt Verstärkung. Hey, wo ist er denn? Och Mann, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Jetzt habe ich aber wirklich die Schnauze voll. Hätte auch gern Verstärkung. Um aufzugehen hier lang. Kannst du denn fast so bedienen? Finden wir es
Okay, also was muss ich machen? Da. Ne? Hier. Ja. Gib mir die. Perfekt. Let's fucking go, Digga. Sicherheitskontrolle voraus. Wie kommt ihr da durch? Vertrau mir. ¿Qué carajo es esto? Es el pedazo de mierda que buscábamos. Können wir? Endoskopkamera ist bereit. Finden wir heraus, wer Elsie Nombre ist. Okay, dann gucken wir doch mal, wer das ist. Den Namenlosen ein Gesicht. Spanien kam pünktlich an. Was? Wer soll denn los? Unterbrich mich nicht bei der Arbeit. Wenn es ein scheiß Problem gibt, dann löse es. Okay, Diego ist hier, Valeria ist hier. Valeria, bist du sicher, hermano? Ja. Wir müssen handeln. Graves, Sinombre gibt sich als Sicaria aus. Wir gehen rein. Bist du bereit? Check. Ghost. Bereit. Okay, let's go. Okay, Valeria. El sin nombre. Das ist schlecht. Wer ist denn das? Warum kennst du die, Bruder? Aber war ein guter Zugriff. Wir haben es geschafft. Lästig. Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barcelona, Halle, du verlogenes Mist! Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunde in Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mireste, sie ist Ex-Militär. Wir dienten zusammen. Andere Trupps, selber Einheit. Ihr wart die Wilden, hä? Los Barqueros. Wir waren die seriösen Señores y Señoras. Bist du der Sache mit dem Sohn von La Araña? Te acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña-Vollstrecker kein Blut vergießen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfall in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen. Schlau. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefühlt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten. Nicht Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Y tus hermanos, no? Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen.
Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Zieh es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Carajo! Puta madre, Alejandro! Was denn jetzt los? Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mache ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Fuck! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Ja, da könntest du sogar recht haben, Alejandro. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich gebe dir 10 Sekunden, dann zeige ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sage ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst ihr mich gehen. Und verschwindet aus Las Almas, Semelargan, ja. Deal. Und bis dahin bleibst du schön brav hier. Durch das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelware versteckt benutzt. Das ist natürlich schlau, ne? Ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit 3 Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Graves, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Okay. Dann wollen wir das mal rocken. Das könnte schon einer der letzten Missionen sein, ne? Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, muss ich zugeben. Ich meine, es ist natürlich schlau, sich als Kartellboss unter die Reihen zu mischen und dann quasi einen auf, ja, wie nennt man das nochmal? Ich hatte das doch letztens auch hier mit Mafia, die, nicht die Paten, sondern die da drunter sind, meine Fresse. Nicht der Don, sondern der andere. Ich weiß nicht mehr, ich hab's vergessen. Okay, gehen wir rein. Die Lieutenants, genau. Wenn man so tut, als wäre man ein Lieutenant, dann, oh, Jesus. Das ist Alejandro. Aber das sind, glaube ich. Okay, lol, die haben die einfach erschossen. Okay. Ich meine, so eine Ölplattform hier als Umschlagsplatz zu benutzen, ist natürlich auch nicht dumm, ne? Also das ist natürlich, hier interessiert sich keine Sau mehr für, weil es eh verlassen ist und so, weißt du? Ghost, sind unterwegs zum Hauptdeck. Wie ist dein Status? Gehen jetzt mit Shadow 3 an Bord des Schiffs. Roger, gehen rein. Diese Shadow-Jungs. Blendgranate geworfen. Toll, danke, Alejandro. Ich sehe nämlich jetzt selber nichts. Wir müssen uns beeilen. Alle Shadows ausschwärmen. Ich will den Container sofort
überwacht haben. Zwei bestätigt, unterwegs. Oh, dahin ist ein Snibber. Okay, unsere Jungs machen schon. Shadow 1, Ghost. Leuchtsignale von der Bohrinsel gesichtet. Visual Status over. Ghost, Sie synchronisieren den Schiff. Sie werden die Rakete starten. Das ist die erste Stufe. Wir haben noch Zeit. Alle Shadows, Rakete ist auf dem Minifeld. Oh, das ist schlecht. Was machen wir denn jetzt? Aua, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, ne? Hui. Yep. Wird gemacht, Bruder. Was ist das denn da für ein Tanker? Diese Waffe ist auch ziemlich geil. Die Waffe ist ziemlich cool. Da ist auch was drin. Wollen wir wetten? Das sind die alle. Der verdammte Schiff. Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben ihre Befehle, Junge. Okay. Dann nix wie hinter. Auf geht's. Klar, Chef. Das machen wir. Yo. Jawohl, Junge. Let's fucking go, Alter. Das ist ja interessant. Alter, die Deckung ist hier voll am Hin- und Herschaukeln. Was ist los? Broskies, Alter. Du gehörst zu uns, okay. Nice. Aber ich muss sagen, die Waffe soll ich auch mal im Multiplayer ausprobieren. Ich glaube, die könnte geil sein. Oh, das ist, ja. Achtung, Frachtcontainer können dich erschlagen. Habe ich gemerkt, ja. Doch. Aua, aua, aua. Okay. Einmal hier durchpacen. Da oben chillt auch einer drauf. Ey. Sind das denn jetzt die Bösen oder sind das Kartelljungs? Weil ich meine, wir müssen ja langsam auch mal den Hassan, wofür wir eigentlich hier sind. Doch das Kartell war ja jetzt nur so eine kleine Nebengeschichte. Sind ja eigentlich wegen diesem Hassan hier, ne? Was denn jetzt schon wieder? Frachtcontainer können sich erschlagen. Da war überhaupt kein Frachtcontainer. Wovon? Also, ja.
Ich erspare mir jeglichen Kommentar dazu, zu diesen Frachtcontainern. Also keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat, ey. Kann mich sowas hier auch erschlagen? Oh, come on, mate. What is we doing here? Ihr haut jetzt mal ab hier, ne? Oh, das war jetzt vielleicht nicht so unbedingt gut. Lass uns das Ding mal sprengen, ne? Wo müssen wir denn da hin? Hier? Ne. Hier? Hier? Sieh nach der Tür, so. Okay. Sieh nach. Die Steuerung liegt dahinter. Ich guck mal rein, ganz vorsichtig, ne? Oben. Spot ist gesichert. Geh vor, Sergeant. Fuck man, keine Muni mehr, hä? Brauch ich mal eine neue Waffe hier. Die ist nämlich alle. Hier was? M16 ist jetzt nicht dort, warte man sich hier so. Ja, das ist okay. Das nehmen wir mit. Bist du noch? Einmal reloaden. Ui, gesichert. Wir sind Kajüten. Ihr könnt doch schon beinahe die Steuerung irgendwo chillen, ne? Ui, das ist schlecht. Wir sind tatsächlich Kajüten. Cool, also ich sag mal, ist natürlich sehr eng, ne? Zwei. Alter, da habe ich aber wieder einen gefuttert, ey. Einen schönen Treffer. Treffer mit so einer Shotgun verpasst. So, wo ist denn die tolle Steuerung? Gut. Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby. Passwort, lass mich raten. Fuck. Wir können sie nicht entschärfen. Wieso nicht? Es ist zu spät. Gibt es keinen Abbruchcode? Tja, also dieses Fenster hat sich wohl geschlossen. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Rakete ist in Startphase und zündet gleich. Bitte komm. Verstanden, Shadow. Dann müssen wir sie sprengen. Verstanden, Kommando, bitte warten. Soap, ran an die Steuerung. Wir müssen das gemeinsam machen. Jetzt tickt die Uhr, also müssen wir uns sputen, Bruder, okay? Zwei-Mann-Job, Soap. Ran, erledigen wir es, ja? Verdammt, Soap! Ach so, ich bin das, ja, stimmt. Keine Zeit rumzualbern, Sergeant. Ran an die Steuerung. Drin. Kommando sind an der Steuerung. Was ist der Befehl? Geben Sie den SNS-Code ein für die Detonation. Was ist ein SNS-Code? Sprengung nach Start. Wir zerstören die Bohrinsel mit der Rakete. Alejandro ist noch dort mit den Shadows. Alle Einheiten, räumt die Bohrinsel. Wiederhole, räumt die Bohrinsel. Roger, wie viel Zeit haben wir? Eine Minute. Verstanden, in Bewegung. Okay, let's go. An die Steuerung, so. Aktiviert.
Diagnosemodus, um den Login zu umgehen. Soap drückt die Tasten Clear und Mode gleichzeitig. Clear und Mode gleichzeitig, alles klar. Erledigt. Hab ich? Was passiert hier? Nur etwas Technikmagie. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe 2, Spalte 1. Letzte Ziffer in Reihe 3? Eine 0. 0. Negativ. Reihe 2, Spalte 1. Nochmal. Warte mal, Reihe 2, Spalte 1. C. C wie Charlie. Perfekto. Ihr Ziel ist New Orleans. Nicht mehr. Ziel aktualisiert. Drück Execute und das war's. Gut. Schließen wir unser Werk, Sergeant. Und Abschuss. Ich hab mal Glück gehabt, hä? Alles okay? Der Typ ist auch ein bisschen crazy, ja? Okay. We did it. Was ist das? Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also nehme ich sie. What? Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, nein, nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der Riss zu weit, Graves? Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Er weiß davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich, Cabron? Meine Männer sind da drin. Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden verhaftet. Graves, was soll das? Was ist das denn hier für ein Scheiß? Was ist denn mit diesen Graves los? Was zur Hölle ist denn hier los? Warum passiert das? Ich muss zugeben, das blicke ich nicht so ganz. Ist er schon gar nicht mehr da. Findet sie! Der nennt sich doch nicht umsonst Ghost. Was zum Fick passiert denn hier?
ist Bravo 7-1, sendeblind. Hört mich wer? Ghost, hier ist 7-1. Kannst du mich hören? Fuck, wo steckst du, Ghost? Also ich muss sagen, schwierig. Also ich weiß jetzt nicht so genau, was das war. Also ich schleppe mich jetzt hier durch die Gegend. Soap, hier ist Ghost. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Johnny? Johnny, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Nicht aufstehen. Bist du verletzt? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Finden wir heraus, wie gut es dir wirklich geht. Behalte dein Blut bei dir, du wirst jeden Tropfen brauchen. Danke für den Tipp. Mein Ziel ist Überlebe. Sonst werden hier wahrscheinlich jetzt gleich Gegner. Da los, hier lang. Wo bist du? Da ist deine Kirche. Bin auf dem Weg dorthin. Wir treffen uns dort. Du musst improvisieren, um zu überleben. Reihe ihn und seine Amigos auf. Graves und Shadow sind auf einem Amoklauf. Suche nach Hassan. Nach Hassan und uns. Aber was wollen die von uns? Und warum weiß Shepard davon? Stellt sich mir die Frage. Da sind auch welche, da sind Gegner. Tu es. Scheißdreck. Oh, die richten hier haufenweise Leute hin, hä? Die haben ja wirklich alles gekillt. Blutbart. Sei vorsichtig, du hast genau null Verbündete da unten. Mein Ventilatorblatt rausgebrochen. Das ist ein Anfang. Such weiter. Ja, der hat Klebeband. Armer Kerl. Hab ein Seil. Umwickle das Blatt mit dem Seil und brich damit die Tür auf. Klingt, als hättest du das schon mal gemacht. Jahrelange Übung. Ja, das ist jetzt ein improvisiertes Brecheisen. Okay, krass, also ich glaube, ich weiß, was... Ventilatorblatt ist im Arsch. Bist du durch die Tür? Ja, bin ich. Gut, halte die Augen offen. Du wirst noch mehr hilfreiches Zeug finden. Hier ist nochmal Metall. Okay, also Brecheisen brauche ich einmal Metall und einmal Seil für. Oder irgendwie Bindematerial. Okay. Nimm das Kind und bring es hier weg. Na los, komm schon. Folge mir. Und was haben wir hier? Jetzt bald. Tenemos más policía. Bullen, die fürs Kartell arbeiten, was? Zeigen wir ihnen, was wir von Korruption halten. Mit Vergnügen, Sir. Er ist in nombre. Los matará por esto. Ah, nein, nein. Er ist in nombre. Gerade no bueno. Zum Teufel, aber auch. Das ist aber wirklich sehr schlecht, was hier gerade passiert. Hinten ist nochmal was. Liegt denn hier? Eine Stirnlampe, okay. Nicht weit weg von ihrem früheren Besitzer. Gut, aber pass auf. Sie könnte Aufmerksamkeit erregen. Diese Nacht aus dem Kriegskampf. Die Menschen hier tun alles. Samt
Tontur helfen ihr nicht. Wenn sie Hassan verstecken, jetzt auch noch mal was. Okay, Shadows. Die Shadows machen hier auf jeden Fall irgendwie Terz gerade. Die Sache ist halt, okay, wo geht's denn jetzt weiter? Navigiere durch das Haus, okay. Ah, ja. Okay, ich habe eine Stirnlampe. Da ist noch was. Was ist mit Alejandro? Was ist mit Alejandro? Alejandro kann man trauen, aber er ist den Graves gewahrsam, wenn er noch lebt. Alejandro ist nuestro hermano. Wenn er lebt, ist er auf unserer Seite. Ja, glaube ich nämlich auch. Nahestehende können am meisten verletzen. Guter Rat, Lieutenant. Wenn ich mal groß bin, will ich werden wie du. Was vor mir. Das hast du. Glaubst du, ich lebe noch so lange? Vermutlich nicht. Fluch der Scheiße. Ein Hund. Okay, hier war einer. Und im Käfig gesehen. Großer Kerl, wenn er bellt, erschieß ihn und verschwinde. Flieg nicht auf. Du bist herzlos, Simon. Was hat zwei Beine und blutet? Sag es mir nicht. Ein halber Hund. Du solltest das doch nicht sagen. Okay. Hier theoretisch irgendwas noch, was ich gebrauchen? Der mich? Kann ich den überwältigen? Ne, der haut ab. Mal hier raus, ne? Besser ist das. Aua. Hier unsanftes Aufkommen, ne? So, jetzt ist natürlich nur die Frage. Kriegst du was zum Angeben hierfür? Mein Orden. Brustgold. Ich verdiene was. Du wolltest doch einen Sieg. Glückwunsch, du hast gewonnen. Ach, zur Hölle mit dir. Da war ich schon. Okay, dann anders gesagt. Fick dich. Schon besser. Okay, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hier scheint es nicht richtig zu sein. Dann probiere ich es als nächstes mal hier lang. Okay, hier kann ich aber auch nicht lang. Also ich muss hier irgendwie durch diese Gasse. Oder hier. Ah, hier lang. Okay, ich verstehe. Die Kirche ist im Norden der Stadt. Raffin. Ich bin auf Scharfschützenposition im Kirchturm. Finde den Weg dorthin, dann schaffst du es vielleicht. Okay, ich habe Paraffin gefunden, was auch immer ich damit machen kann. Ach, da oben ist die Kirche, ne? Scheiße, was ist denn hier los, ey?
selbst treibt Cops zusammen. Er ist jetzt Richter, Geschworener und Henker. Tja, okay, die gehen da ins Haus rein. Und noch ein anderes Haus. Eine scharfe Waffe. Flasche. Gut für eine Ablenkung. Sich zu sorgen ist was anderes als Schiss zu haben. Die eine Waffe bei? Ist was völlig anderes. Willst du mir erzählen, wenn du der Kante mit dem toten Kopfgesicht begegnest, bleibst du cool? Du hast recht, vermutlich nicht, denn im selben Moment wirst du schon tot. Was soll das? Ich sehe nach, was da los ist. Moment. Der eine Waffe für mich? Ja. Hab etwas Wachs gestohlen, Lieutenant. Könnte nützlich sein. Nochmal eine Flasche. Aber wo soll ich denn eine Waffe herbekommen? Diesen Arsch mit der Maske und den anderen Kobold. Irisch, hab ich dir doch erklärt. Also gut, der ist einer von solchen, die Röcke tragen. Die nennt man Kills. Ich weiß nur, das ist ein Typ in einem Kleid. Okay. Mach ich jetzt mit euch. Ich bin mir ein bisschen unsicher, wo ich jetzt hin soll, ehrlich gesagt. Bindematerial. Gehen wir nochmal einmal hier rein. Okay, er steht jetzt wieder davor. Nochmal eine Flasche zum Ablenken. Er sieht mich bisher noch nicht. Hab Chemikalien gefunden. Mit ein bisschen Wachs wird eine Rauchbombe draus. Eine giftige Ablenkung. Krank. Gefällt mir. Ihnen aber garantiert nicht. Okay. Ich nochmal eine Rauchbombe. Nochmal eine Rauchbombe bauen. Nochmal eine Flasche. Ich husch mal hier rein. Hier sind nochmal Chemikalien. Oh, was haben wir denn hier? Ein Messer. Ghost, fehlt dir ein Messer? Mehrere. Glaube ich, eins gefunden. Einige der toten Shadows gehen auf mein Konto. Du bist hier lang gekommen? Auf meinem Weg zur Kirche. Und hast mich zurückgelassen? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. So viel zu niemanden zurücklassen. Moment. Okay. Was zum Teufel? Einmal niederstechen. Und weg den Penner.
Okay, und triff dich. Warte mal, hier vorne ist auch was. Findet. Was hast du? Schwarzpulver. Nett. Das könnte interessant werden. Was zur Hölle? Oh Mist! Shadow am Boden. Es ist Scott. Hey, Mitarbeiter! Sind jetzt hoffentlich nicht alarmiert. Danny, in Deckung. Jede Ecke überprüfen. Ich will eine Position. Sie sind weg. Ausschwärmen. Durchsuch das Gebiet. Shane, sieh da drüben nach. Ich sehe hier drüben nach. Ist bestätigt. Scheiße, was soll das? Kann ich gebrauchen. Kommt hier einer rein? Was zum Teufel war das? Bitte komm! Ja. Alles klar. Alles sicher hier. Okay, also die sind ein bisschen sauer jetzt gerade auf mich. Ich warte tatsächlich mal kurz einmal ab. Das wäre fast in die Hose gegangen, Freunde. Drehen wir einmal eine Ehrenrunde. Ghost. Alles sicher? Scheint so. Halt weiter die Augen auf und komm zur Kirche. Waren das alle? Waren das echt alle? Na, sieht wohl so aus, als wären das alle gewesen. Na, jetzt bin ich halt bewaffnet, das heißt, ab jetzt wird es nur noch schwieriger. Ja, das waren auch die drei von hier unten. Die hätte ich wahrscheinlich mit der Rauchbombe, also mit der Gasgranate, die ich da hätte selbst bauen können, ausschalten sollen. Aber gut. Oh. Warte mal, ich muss nochmal. Ich hab kein Metall. Das ist blöd. Du magst mich heiß. Ich mag dich lebendig. Okay. Mal gucken, wie viele Gegner uns jetzt noch über den Weg laufen. Kann ich hier rein? Kann ich. Oh, Scheiße. Verfluchte Scheiße. Seht ihr das an? So viel zur Heimverteidigung. Okay, hier darf ich wohl doch nicht rein. Ist hier? Auch verschlossen. Okay, das heißt, ich hätte ganz viel mehr Material finden können, ne? Was ich wahrscheinlich nicht gefunden habe. Kann ich die Schrotflinte haben? Ich gehe rein. Jack, nimm was du brauchst, um sie dir vom Leib zu halten. Sehr schön. Da sage ich nicht nein. Jetzt sind wir im Geschäft.
Ghost. Soap. Hab ein Stolperdraht an einer Schrotflinte entschärft und die Waffe genommen. Öffne damit Herzen und Köpfe, Johnny. Okay, dann. Reese legt eine Nachtschicht ein, um uns zu finden. Wieso? Graves ist involviert. Graves ist involviert. So oder so. Das hier alles ist eine beispiellose Scheiße. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Metall. Das ist das Problem, Freunde, dass wir hier leider voll in der Scheiße sitzen. Ich hab Klebeband. Sehr nützlich. Zum Geschenke verpacken? Sozusagen. Behalte es am besten. Sohn des gottverdammten Teufels. War schon übel hier alles. Voll. Okay, warte mal. Wir können mal einmal so ein Teil hier fertigen. Dann kann ich nochmal Klebestoff mitnehmen. Das hat ein bisschen was hier von The Last of Us gerade. Finde ich aber eigentlich eine coole Idee, diese Story-Mission hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nochmal so ein Turning Point. Hier geht's nicht mehr rein. Hier ging's. Sieht sehr schlecht für dich aus, Bro, ne? Tut mir ja echt leid. Was haben wir denn hier noch? Hier ist auch nochmal Metall. Sehr gut. Öffnen. Mach mal auf das Ding hin. Vielleicht ist da was Brauchbares drin. Adrenalin. Was bringt das denn? Guten Morgen, Mexiko. Ich kann mich jetzt schnell. Gut, einmal nochmal ein Brecheisen für mich. Hier bist du mir was schuldig. Warum? Wir helfen uns gegenseitig bei unseren Problemen. Was ist mein Problem? Die Maske. Nimm sie ab. Mein Gesicht zeigen? Ja, Sir. Negativ. Bist du hässlich? Ganz im Gegenteil. Das bezweifle ich. Eine Mausefalle müsste doch nützlich sein. Überraschend nützlich als Abzug. Um etwas auszulösen. Könnte eine Mine mal bauen. Und ich baue auch direkt nochmal eine Rauchbombe. Die Shadows werden gleich aufgemischt. Hört sich gut an. Hat eine Sturmwaffe gebastelt. Mein Herz weint vor Freude. Du hast ein Herz? Ein kaltes. Woher weiß ich denn, was hier der richtige Code? Ich brauche die Kombination. Und woher weiß ich die? Auch nochmal verschlossen. Ich habe kein Metall mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Aber woher kriege ich denn die Kombination? No Entry? Das sieht interessant aus. Okay. Ja, irgendwo stehen, ne? Habe ich die Kombination hier irgendwie? Nee. Kann ich nicht wissen, die Kombination. Zumindest noch nicht. Da. Steht da was? 10. 40. 10. Moment. 40. 10. 10. Und was ist denn die dritte Zahl? Ich kann das zweite da nicht richtig erkennen. Ich kann mal hier auch auf diesen Tisch nicht drauf. Hm. 40, 10 und dann kann ich ja mal. Es geht tatsächlich bis 99. 40, 10.
Und 30 vielleicht, weil da noch irgendwie was durchgestrichen war mit 30. Ne, ist nicht richtig. Also, dass 40 und 10 richtig sind, kann ich mir gut vorstellen. Aber was ist denn da dann ein? Was ist denn dann 30, 1, 29? Oder ist das da die Safe-Kombination? 40, 10 und dann der dritte. Ich google mal einmal. Safe Code. Was haben wir denn da? Alle, es gibt mehrere Saves. 3 Saves. Oder habe ich schon den ersten vercheckt? Die Nummer 2. Warte mal, hinter dem Schreibtisch hängt ein Wandkalender. Ein Datum markiert. Okay. 10.10.80 soll das sein. Aber warum 10.10.80? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Okay, probieren wir es mal aus. 10.10.80. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das ist richtig. Okay. Sehr interessant. Und eine schallgedämpfte Pistole. Ohne Waffe wird er nicht weit kommen. Einer von 1 für 1 ist immer noch gefährlich. Geh nach links, ich durchsuche die Gasse. Roger, bin unterwegs. Wer da? Noch kannst du dich ergeben. Johnny, die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Achtung, der Tunnel ist geflutet. Das wird ein kaltes Bad. Na super. Aber Freunde, ich sehe gerade, wir haben schon wieder 1 Stunde 18 voll. Das heißt, wir machen an der Stelle jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2 Kampagne. Also bis zum nächsten Mal, haut rein.